Oh, wir haben wieder Inseln. Mhm. Zu unserer Linken sehen wir die wunderbaren Feuerinseln. Aber es ist warum halt echt, so es heißen? Ist wieder das gleiche Biom wie immer, ne? Das ist echt ein bisschen... Oh, 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 oh. Was ist oh? Doch keine Inseln. Alter. Schon wieder so eine abgefahrene... So, ich würde sagen, wir steigen aus. Ja, direkt den Wasserfall hochschwimmen. Ob das geht? Warte geht das? Mal. Weiß ich nicht. Nee, das Boot ging einfach nur unter. Oh, da ist der Trinke. Bitte. Nimmst du das Boot mit? Jo, ich... Du fährst das Boot, ich nehme das Boot. Genau. So, das nehmen wir doch mal gleich hier als... Lamas. Ulama. Ulama. Auch geil. So, ich würde sagen, weiter gehen Westen, oder? Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal straight. Die Musik, cool, Musik passt gerade. Die Musik passt gerade. Ja. Sieht wirklich cool aus. Auch die Bucht so zwischen diesen hohen Felsen ist eine wirklich sehr schöne Kulisse. Alter. Die Bucht ganz zwischen den Felsen. So viel haben wir jetzt auch noch nicht gebaut. Komm, wir siedeln nochmal neu. Ja, wir fangen nochmal von vorne an. Ich habe ja keine Stunden lang an dieser scheiß Brücke gesessen. Oh, oh, Schnee. Schnee und Eis. Hey, finden wir etwa den, finden wir den Westpol? Ich habe ein bisschen Erde aufgeschüttet. Toll. Alter, Alter, ist das eine fette Schlucht, Digga. Fuck, ich komm nicht hoch. Ist jetzt ein bisschen Erde. Ja. Ich wollte meine Jump'n'Run-Skills auspacken. Okay. Danke. Schade, ich wollte so ein bisschen bis wieder runterschubsen. Auch gerade wieder so ein bisschen Herr-der-Ringe-Feelings hier. Aber guck dir das mal an, Alter. Alter, heftig. Die Schlucht ist krank, oder? Was ist das für ein Biom hier? Mountains, ja, okay. Und vor allem, ja gut, das hätte man sich denken können. Vor allem jetzt hier auch wie dieser Vorsprung, so weißt du, so ein richtiger, wie so ein Brückenkopf im Land. Boah, oh, ja. Es ist auf der Karte wieder ein bisschen, ja, was aufgeblitzt. Ja, ich hab's auch gesehen, ja. Boah, krass, Insel, ey, das ist echt. Aber nicht allzu kleine Inseln. Von heftig. Kürbisse. Oh. Ah! 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 Nicht so, sterben, bitte. Okay. Das wäre scheiße. Bist du jetzt schon langsam runtergegangen? Jo. Ich glaube auch, dass in dem nächsten Update auch die Bergbiome nochmal irgendwie verbessert werden oder verändert werden und vergrößert werden. Also es wird alles irgendwie größer und tiefer und höher und alles überhaupt. Hauptsache größer. So. Höher, schneller, weiter. So, oh, sind wir noch weiter auf Richtung Westen. Ja, komm, das machen wir aus. Da, wo die Sonne untergeht, ne? Da genau. Oh, genau. Kürbisse. Mega selten. Mega Kürbisse. Und kleine Schafi und kleine Kühe und noch mehr Schafi. Kühi und Schafi und Huni und Lami. Tja, Biom sieht trotzdem noch relativ langweilig aus, muss ich sagen. Es gibt nur mehr Lamas. Oder Alpakas oder... Oh, oh, ist halt es sind übrigens wirklich mehr... Lamas, ne? Ich weiß auch nicht, ich hatte das verwechselt. Na toll. Mich hast du zur Schnecke gemacht. Ja, ja, hab ich wirklich. Mich hast du ganz rund, mich hast du rund gemacht. Scheiße, Alter. Wo bist du eigentlich? Ich bin hinter dir, so rechts hinter dir. Rechts hinter mir? Das ist natürlich jetzt die Frage, jetzt habe ich mich umgedreht, jetzt weiß ich mal was. Ach, ist auch egal, ich lauf einfach weiter. Da. Oh, da bist du! Oh, die Musik ist schön gerade. Die ist wirklich schön. Zelda, Link to the Past. I know, I know. Dass wir noch keine Wüste entdeckt haben, das ist mir echt, Wüsten sind noch eigentlich, hat man noch wie Sand am Meer. Wir sind kaum weiter von der Wüste entfernt, würde ich sagen, oder? Bitte? Oh, 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 oh. Boah, ein Tal. Schöner Blick. Sind wir noch in den Mountains? Hast du eigentlich die Betten mit? Ja, na klar. Okay, gut. Sind wir noch Mountains? Boah, Alter, das sieht echt crazy aus. Vor allem mit der Sonne, ne? Ja. Ja, aber ich würde sagen, wir pennen einfach fix hier oben. Ich würde schon mal ein bisschen den Abstieg. Oh Gott, Alter. Oh Gott. Das sieht krass aus. Das sind richtige Mountains hier. Das sind richtige Mountains. Das sind richtige Mountains, so sag ich dir so. Aber es ist so ein richtiger Gebirgspass hier, ne? Ja. Oder so ein richtiger Gebirgspass ist eigentlich der Durchgang. So ein richtiger Gebirgszug. Steilpass. Welches krieg ich? Weiß ich nicht. Wieder Einstiegspunkt gesetzt. Okay. Achso, weil ich noch nicht schlafen kann. Ja, ja, klar. Oh, es hat sich wieder ein bisschen was geladen. Ich muss erstmal ganz kurz die Map ein bisschen nachziehen. Ja, stimmt. Wir sind wieder langsam am äußersten Rand angekommen. Das kann ja jetzt nicht wahr sein. Soll ich mal so eine kleine Mauer bauen, dann ist es schon ein bisschen dunkler. Das bringt bestimmt was, ja. Ich frage mich also, in so einem Biom zu bauen, ne? Das muss, glaube ich, ist bestimmt einerseits sehr geil, aber auch sehr anstrengend.
Wieso ist das anstrengend? Ja, du musst ganze Bäume und so. Und ständig geht's rauf und runter. Und rauf und runter geht es. Ja. Ich finde das Biom einfach nicht schön. Durch dieses etwas dunklere Gras sieht es ein bisschen kalt aus. So, pennen, Alter, jetzt. Ja, Alter, guck mal, 18.35 Uhr. Ich glaube, man kann Punkt halb sieben kann man schlafen. So. Und man schläft. Man schläft so, dann bis. Ich nehme die Betten? Oder? 6 Uhr. Bis 6 schläft man. Boah, ist aber lange, also von 7 Uhr. Okay. Das ist ja. So, warte mal, welche Richtung müssen wir jetzt? Oh Mann, Alter. Warte mal. Geronimo! Nicht sterben, bitte. Oh, ein Fuchs. Ein kleiner Fuchsi. Kleiner Fuchsi. West, wir müssen da lang, ne? Ja, genau, du bist schon richtig. Ach du Scheiße. Bist du ins Wasser gesprungen? Ja. Oh, da habe ich ein bisschen Angst vor. Oh Gott, Alter. Feigling! Ich gehe mal so langsam runter. Runter meine ich. Runter. Das war jetzt nicht so gut. Das war nicht mit Absicht. Es ist halt eher sehr anstrengend, weil es jetzt drauf geht und der Fluss bildet halt so einen Graben, der so tief geht und irgendwie buggt die Map. Also beim direkten Updaten buggt die Map rum, so muss man mal sagen. Ja, ja, klar. Es ist halt auch. Oh, wir sind wieder am Wasser angekommen. Am großen Teich. Sind wir noch in den Rocky Mountains? Nee, River, sind wir. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt so ein bisschen südlich gegangen. Das sieht auch schön aus hier. Aber sieht auch alles schön aus. Ich meine, mit diesem Scheiter sieht einfach alles schön aus. Eiswasser. Ich sehe Eiswasser, Digga. Icy. Boah, da wird das Fahren aber richtig anstrengend. Sag ich richtig. Ja, laufen wir. Da gibt's doch Eisbären, ne? Oh ne, keine Wüste. Einmal nur ein Sand. Aber guck mal, hier hört es auf. Und es sieht auch episch aus, diese riesige Wand. Alter, wie viele Blöcke sind das? 30 Blöcke? Locker. Ja. Heftig. So, ich würde sagen, Boot rein. Es gibt doch Eisbären, ne? Ja, es gibt Eisbären. Warte. Zack. Rein mit dem Boot und komm weiter geht's. Es wäre jetzt ein bisschen komisch, wenn jetzt eine Wüste mitten im Eiswasser ist. Aber es sieht sehr wüstig nämlich dort aus, wenn ich mal so ganz kurz das anmerken darf. Warte mal. Es ist eine Wüste, so, oder? So, da stehen Kakteen. Sonst wüsste ich auch nicht, was es sonst sein könnte. So, steigen wir mal aus. Ja. Einfach erstmal um die Kakteen. Oh. Also, wieso komme ich nicht raus? Shiften? Ja. Ja, ich habe geschiftet wie ein Dämlicher. So, die Kakteen, würde ich mal sagen, die nehmen wir mit. Dieser Sand sieht so gut aus, ey, in diesem Texture Pack hier. So, ich habe auch vier... was mit diesem Eis und mit dem Sand irgendwie. Ja, aber es sieht passend aus. Also ich meine, es gibt ja auch kalte Sandwüsten, also die kalt sind. Ich würde sagen, wir gehen so ein bisschen in der Wüste weiter, oder? Ja, ja. Ich hätte Bock auf so einen Tempel oder so. Irgend so ein Gebäude. Oder so ein schönes, so ein Dorf, so ein Wüstendorf, weißt du? So ja, ein schönes Wüstendorf. Und Wüstendörfer sind, glaube ich, recht häufig anzutreffen. Vielleicht sollte man einfach mal auf einen Hügel raufgehen und mal so einen kleinen Rundblick sich gönnen. Kann sein, dass der Server gerade ein bisschen laggt. Lag. Natürlich hier gerade heftig neu Sachen neuen erkunden. Neuen Shit ja. Also. Tja, man sieht nichts. Warte, aber Westen ist this way, in diese Richtung. This way. Ja, wir laufen immer mal weiter. This way. Was ist? Ist was? Nö. Achso. Oh, das ist auch schon diese kleine. Boah, es ist hell, Alter. Die Sonne scheint hell, das ne, Sand. Ja. Meine Augen. Ist halt auch echt so, ne? Das sieht geil aus hier mit dem Fluss. Oh Gott, Alter, pass auf, wie ist Lava. Aufpassen, wo ich stehe. Ja, ich sehe es. Fuß reingeflogen. Das ist natürlich jetzt wieder Klassiker gewesen. Aber auch schon ziemlich und dann drin verendet. Oh. So ein richtiges Flussdelta so. Mhm. Guck mal, wie das so hier mit dem Meer, Alter, das sieht richtig geil aus. Richtig clean, glatt irgendwie, ne? Guck mal, ist ein richtiger Strand hier. Wie das dann noch mit diesem See, mit diesem glatten... Ja, und hier ist auch kindergerecht, da können die Kinder noch ein bisschen planschen hier. Genau, großes. Und hier ist so ein kleiner Whirlpool. Eigentlich ist das schade, dass es nur, also dass es eine Wüste ist und kein richtiger Strand so. Weil für einen Strand wäre das richtig geil. Das ist halt Wüste. Alter, jetzt haben wir eine Wüste gefunden und sie ist groß. Sie erstreckt sich weit. Ja. Der Wüsten sind gefühlt. Oh, da hinten ist ein Dorf! Da hinten ist ein Dorf! Fuck, wo bist du? Ich hab dich aus den Augen verloren. Scheiße, ich kann nicht mehr laufen. Oh. Ich guck mal, das ist die Lags. Oh, da ist ein Brunnen auf jeden Fall. Hast du den Brunnen auch gesehen? Du läufst in eine ganz andere Richtung als ich. Ah, ich seh dich. Und da hinten ist ein Dorf.
Da hinten ist ein Dorf, da hinten ist ein Dorf. Oh ja. Oh ja, das ist ja crazy. Nicht gesehen. Ja, er lädt halt noch nicht so weit. Und rein. Oh, Alter, wie das Meer hier aussieht. Es ist wunderschön. Wonderful. Warte, ich bin gleich da. Bist du rüber geschwommen? Ja, ne? Ich schwimme rüber. Mal eben ein bisschen das Wasser tauchen. Ich sollte vielleicht mal was essen, wa? Ich bin da. Okay. Ich bin da. Oh, sieht echt krass aus hier. Und ich mag die Sanddörfer, sie sehen cool aus. Ja, ne? Die sind echt. Ein bisschen Star Wars. Cool, dass sie. Ja, stimmt, stimmt. Star Wars. Star Wars. Star Wars. Kakteen und Brot habt ihr dabei. Die Kakteen nehme ich mit. Das Brot könnt ihr behalten. Und so eine schöne Kirche. 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 Oh, ja, bei uns sind die Dorfbewohner alle tot, ne? Glaube ich. Sind sie alle tot? Ja, ich habe keinen gesehen. Oh, Alter, jetzt leckt es ziemlich ekelhaft, muss ich sagen. Es leckt, Alter, es leckt krank. Ja? Bei mir geht's? Bei mir leckt es ziemlich heftig. Ich weiß aber nicht, woran es liegt, ob es am Dings liegt. Naja, es liegt am Server auf jeden Fall, weil wir halt gerade hier neue Gebiete erkunden. Aber so heftig ist doch sonst nicht so. Wer weiß, was da für krasse Biome gerade im Hintergrund rendern muss. Hoppala. Jetzt zerfallen sie alle in Panik. Ah, die Glocke wurde geläutet. Ist egal von wem. Was ist das denn hier für ein cooles Haus? Haben die zwei Kirchen? Das sind einfach nur Türme. Ich weiß nicht, ob das Kirchen sind. Crazy. Geh mal hoch. Von unten ist ein Bett drin. Oh, Alter, jetzt grüner nerven Farbstoff. Die ist gut. Jetzt kannst du auch aus dem Kaktus machen. Nee, da kann ich ein Bett draus machen für Herbert. Ja, eigentlich habe ich das mitgenommen. Wir haben da auch massenhaft Kakteen mitgenommen. Ich weiß, aber es wäre so, das kam wie gerufen gerade. Apropos Herbert. Naja, ich bin auch gerade auch drüber gestolpert. Oh, hier haben wir einen Ofen und einen Mann für den Ofen. Hier wären auch grüne Bette gewesen, sehe ich gerade. Ja. Ich würde sagen, wir haben das ganze Dorf erkundet. Ach cool, mit dem hohen Höhleneingang oder was auch immer das hier ist. So, ich würde sagen, es geht weiter. Ich gehe nochmal kurz nach oben, hier gibt es auch noch eine Kiste. Stell dir mal vor, die Dörfer hätten den Eingang zu diesen Minen, weißt du? Also quasi die Minen sind Teil der Dörfer, das ist ja krank. Das wäre wirklich cool. Tja, Minecraft, ne? Spiellogik ist doch wichtig. So, Westen. South, East, North, West, okay. Kenny West. Gut, dann werden wir mal jetzt uns durchs Eis schlagen. Oh, hier sind Schildkröten. Nee, ich glaube, ich gehe wieder zurück zu dem, von wo ich gekommen bin, Richtung Wüste und werde in der Wüste Richtung Westen gehen. Oh That's Gott, mein. Ja, weiß ich aber nicht mehr, wo du bist jetzt. Ich kann nur vermuten. That's my plan. Ich bin mehr südlich. Ich bin ziemlich genau südlich von dir, einfach von deiner Position. Aber vielleicht ist es auch mit dem Plugin zusammen. Genau, weil die Map halt gerade, ich glaube, die wird halt parallel gedingst. Vielleicht ist es zu viel quasi zu erkunden und gleichzeitig das Plugin laufen zu lassen. Ja, genau, also man müsste halt jetzt den Arbeitsspeicher erweitern, aber habe ich keinen Bock drauf. Aber bei mir laggt es. So, wo bist denn du? Bist du schnell übers Wasser rüber? Ja, und jetzt bin ich deutlich westlich von dir, aber du bist fast auf meiner Ebene. Hui, wir haben eine Höhle. So, ich bin jetzt auf einem Hügel und ich warte dort, denn hier. Ah ja, dann kann ich. Ich glaube, hier geht's ins Eismeer. Ich bin jetzt hinter dem Brunnen. Ah ja, okay. Ich sehe dich aber jetzt gerade nicht. Konrad! Ich komme! Oh, ja gut, rein auch wieder jetzt hier. Es gibt sehr viel Wasser für eine Wüste. Nee. Aber die Insel ist auf so einer richtigen Halbinsel, das Dorf so. Oh, da ist Akazie. Hä? Oh. Akazie. Sollen wir nochmal mitnehmen welche? Auf jeden Fall, wo bist du? Da, ich komme zu dir. Oh, das ist überhaupt keine Akazie. Doch, ne? Du wirst aber wissen, wir in einem Minecraft, da ist eine Akazie, ich sehe sie. Das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Krass, wie das ich habe das Gefühl, dass immer Wüsten und Akazienwälder so zusammen vorkommen. Was ja irgendwie auch logisch ist, weil Savanne und Wüste ja Gebiete sind, die nah beieinander liegen. In der Natur. In echt.
Aber ich finde es ja, schön, dass sie jetzt überall Dörfer haben. Also Savannen, im Fichtenwald gibt es ja mittlerweile auch Dörfer. Meine Axt ist fast Schrott. Die brauchen ja eigentlich nur einen Setzling. Oh, ey. Lag! Schon Setzlinge, ne? Gimme a Sapling after Midnight. Na komm. Willst du jetzt wirklich bis Midnight warten? Nee, hoffentlich nicht. Ich hätte Before singen müssen. Alter, gibt's doch nicht. Oh, Alter, es laggt bei mir. Jetzt hab ich einen. Oh, ist das ekelhaft. Es laggt! Also es laggt gerade wirklich auf eine nicht, boah, das geht noch, sondern auf eine penetrante Art. Aber du musst es auch nicht immer wieder sagen, weil ich sehe es ja auch. So, Ball? Ich weiß nicht, ich glaube, ich will noch lieber einen zweiten Sapling zur Absicherung, weißt du, so ein ich hab zwei. So ein Safety-Sapling. Ich will aber auch, ich will... Okay, ich gehe schon mal wieder hier über den Fluss. Oh. Ja, also bauen sollte man auf jeden Fall nicht in diesem Modus gerade. Weiß nicht, vielleicht ich weiß nicht, ob man das Rendern irgendwie pausieren kann für einen Moment. Der Karte, da kenne ich mich nicht aus. So, ich stehe jetzt hier an der Grenze zum Eis. Eis, Eis, Baby. Das kann ja mal, du bist noch nicht handeln. Da, ne? Das kann sich nur um Stunden handeln. Ich google ich mal die ganze Zeit zurück. Ich werde die ganze Zeit zurückgesetzt. Wie heißt die Map nochmal? Minecraft. Oh. Minecraft. Dein. Ich sitze im Boot. Map. Ich klicke auf jeden Fall so. Yep. Jetzt sitze ich im Boot. Ich auch. Ich gebe Gas. Dein Map. Stop. Eisbären. Kann man mit denen irgendwas machen? Nein, sie sind bloß aggressiv, wenn man ihren Kindern zu nahe kommt. Und sie haben ein Kind. Ah. Deswegen lassen wir euch... Oh, und noch mehr Eisbären. Hallo Eisbären, bald werdet ihr aussterben, weil wir immer mehr Kohle schossen. Bist ja nett. Ich weiß, man soll doch ehrlich sein. Okay, nee, das kann man ganz nicht stoppen. Und ich finde das ja auch nicht toll. Aber die Eisbären, glaube ich, noch weniger. Oh, ist das schön, ey. Icy Water. Ich versuche mal so ein bisschen nördlich zu kommen. Wir sind ganz schön südlich abgedriftet. Ja, ne, das ist ja kein Problem. Das Problem ist bloß, dass wir ganz schön, also im Eis zu fahren, ist halt auch anstrengend, muss man sagen. Vor allem bei mir hängt es auch echt hinterher, aber geht schon, passt schon. Also ich wollte schon immer mal in so einem großen Eisberg eine Dings bauen. Aber ist dieses Eis auch rutschig? So haben wir nervig, wenn es immer so. Juke. Oh, die Sonne geht bald unter. Vielleicht sollten wir auf so einem Eisberg mal. Wenn so machen. Geht. Schön neben dem Eisbär. Und notfalls, wir brauchen auf jeden Fall einen Eisberg, der einen Eiszugang hat. So, hier, perfekt. Kann man sagen, das ist unser. Anlegen. Boah, sieht komisch aus mit diesem Shader-Eis. Ja. Komm, nehmen wir rauf. Alter, rutschig, nervt das. Ne? Digga, jetzt. Es ist rutschig und es laggt. So, ein rotes und ein grünes. So, es ist noch nicht 17. Es ist 17 Uhr. Ich wusste, dass es kommt. Kennst du schon das neue Lied von Jan Delay, Eule? War es das, was in Dings vorkam? Bei Magazin Royale. Ja. Genau. Royale. Ja, dann kenne ich es. Okay. So. Gute Nacht. Okay, warte mal. Hier. Oh je. Oh, eigentlich ist es jetzt ja nach der alten Zeit erst 19.43 Uhr, ne? Jo. Die alte Zeit. Die so. Alte Zeit. Spam, 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 spam. Und jetzt geht's wieder. Und? Hä? 18.30 Uhr? Hä? 18.35 Uhr? Oh, Zeit hat gerade gedeckt. Ja, ich hab's gesehen. Anscheinend. Hä? Ich lag doch eben schon. Wieso? Ist doch nicht am Morgen, oder? Bin ich mir's ein. Ach so. Ja, okay, gut. Bist du irgendwie... Nee, weil die Uhr auch eben noch hängt. Nee, ich brauch ein bisschen Zeit. Oh, hey. Ich glaube, es hängt.
Okay, steig gut. Ein. Geh los. Okay, also Wüste haben wir. Dschungel. Oh Mann, ich würde gerne mal einen Tempel oder so. Oder irgendwelche, gibt es nicht irgendwelche neuen... Alter, hier muss ich durchfahren. Irgendwelche Sachen, die neu generiert wurden. Alter, oh ja. Wow. Alter. Ach mal, das Echo. Echo. Echo, Echo. Oh, da ist noch ein größerer, da muss ich auch durch. Alter, geil. Man weiß bloß nicht ganz genau, wo die Spiegelung aufhört und wo ja. Das Unterirdische anfängt. Das ist cool. Jetzt very cool. Very, very cool. Aber ich mag diese kleinen Eisberge nicht, weil die kleinen Eisberge trotzdem so mega tief gehen. Sieht ja cool aus, wie diese kleinen Eisspitzen.